Im Hoyerswerdaer Seenlandklinikum muss niemand um seinen Job fürchten. Das war die Kernaussage von Klinikum-Geschäftsführer Mirko Papenfuß zu Anfragen aus der AfD-Fraktion während der jüngsten Stadtratssitzung der Zuse-Stadt. Hintergrund der Aussage war die Einführung der bundesweiten Impfpflicht für medizinisches Personal und die damit verbundenen Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Kritiker sehen darin ein Problem, dass die ohnehin schwierige Personalsituation in Krankenhäusern sich damit weiter verschärft. Die Problematik beschäftigt auch den Geschäftsführer des Hoyerswerdaer Seenlandklinikums zunehmend. Wir sind angehalten, gesetzliche Regelungen einzuhalten. Ich habe das sehr deutlich gesagt, dass die Versorgung der Patienten durch alle Mitarbeiter erfolgte, unabhängig vom Impfstatus. Das ist auch definitiv so. Aber der Gesetzgeber hat jetzt eben gesagt, er möchte eine Impfpflicht in diesen Bereichen durchsetzen. Ich habe klar gesagt, welche Schwierigkeiten wir auf uns zukommen sehen. Ich sage auch nach wie vor, ich kann da nicht mehrheitlich für alle Mitarbeiter sprechen, aber ich spreche für uns als Institution. Wir sind Befürworter der Impfregelung, nicht der Impfpflicht, da bin ich sehr neutral, aber wir sind Befürworter des Impfens, weil wir wissen um die Wirkung, der positiven, unterstützenden Wirkung einer solchen Impfung. Und alles andere kann ich Ihnen hier nicht beantworten. Wir wollen uns in dem Fall, und das ist ganz wichtig, ja, ich will mich nicht auf die Seite der Geimpften oder Ungeimpften stellen. Das sind alles unsere Mitarbeiter. Wir müssen sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen weiterhin ihre Arbeit behalten können. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den würde ich gerne eingehen. Wir werden definitiv keine Kündigungen aussprechen. Wir haben auch kein Interesse daran, Leute auszusperren, sondern wir werden allerhöchstens behördliche Regelungen umsetzen. Aber ein Arbeitsplatz, um seinen Arbeitsplatz soll bei uns keiner fürchten. Zudem sei ein Personalschwund von 10-20% kaum zu verkraften, so der Krankenhauschef. Schließlich beruhe bereits ein geregelter Krankenhausbetrieb auf einem exakten Personalschlüssel, der kaum Spielraum lässt. Im Rahmen des Sachstandberichtes hatte zuvor Pflegedienstdirektorin Birgit Wolthusen in einer zum Teil emotionalen Rede versucht, die Gefühlswelt der Pflegekräfte nahezubringen. Wir hatten ein Ehepaar bei uns liegen, was heißt, der Ehemann lag bei uns im Haus, die Ehefrau lag aufgrund dessen, dass wir auf der Intensivstation keine Betten mehr hatten, im Malteser Krankenhaus in Kamenz. Die Patientin hatte sich akut verschlechtert auf der Intensivstation und stand im Prinzip vor der Intubation. Der Sohn der Patientin ist zu uns ins Krankenhaus gekommen mit seinem Handy. Die Schwiegertochter ist nach Kamenz ins Krankenhaus gefahren mit ihrem Handy. Und die beiden haben sich, bevor diese Patientin intubiert wurde, voneinander per Handy, Videotelefonie verabschiedet. Und das ist kein Einzelfall, sondern das haben wir ganz oft erlebt. Insgesamt war die Impfpflichtproblematik damit auch im Hoyerswerdaer Stadtrat das Hauptthema des Abends. Zudem verlief die Sitzung störungsfrei, da die zuvor über die Internetplattform Telegram angekündigten Demonstrationen vor der Tagungsstätte ausblieben.